Ja, die wenigsten wissen ja, dass dieses ganze Rechenproblem ja auf einen schweren Verlust zurückzuführen ist. Der Chefstatistiker des ADAC ist ganz tragisch verstorben vor einigen Jahren. Der ist ertrunken in einem durchschnittlich 50 cm tiefen Tümpel. Ja, der hat das auch nicht kapiert. Nein, aber seitdem müssen Sie das im Vorstand selber machen, diese ganzen Berechnungen. Und ADAC, das ist ja eine schwere Rechenschwäche. Additionsdefizit-Algebra-Chaos. Das ist sozusagen so eine Mischung von ADHS und Dyskalkulie. Und der komplette Vorstand, der ist daran erkrankt. Einer vom Vorstand, der hat mir das letzte erzählt, hat gesagt, pass mal auf, unser Geschäftsmodell ist, wir kaufen Keilriemen für 5 Euro und verkaufen die dann bei so einer Panne für 10 Euro. Und von den 5%, da leben wir. Ja, aber man muss ja einfach mal sehen, der ADAC macht aber auch Hoffnung. Ich sag nur mal Inklusion. Man kann auch mit so einer schweren Rechenschwäche so erfolgreich sein. Der ADAC ist weltweit der zweitgrößte Automobilclub, also bisher gewesen. Nur der US-amerikanische ist größer, das wollten sie dem streitig machen. Der ADAC ist ja Global Player. Die wollten auch in den USA jetzt Fuß fassen, haben also ihren Spruch freie Fahrt für freie Bürger dann ins Englische übersetzt, hat der Vorstand selber gemacht, free farts for free people. Ja. Gut, das hat dann in den USA nicht so gut geklappt, aber der ADAC soll jetzt in Russland die Wahlen auszählen. Wladimir Putin hat den ADAC als lupenreine Demoskopen bezeichnet. Der ganze Vorstand ist dann nach Moskau geflogen für die Verhandlungen. Das war ein wunderbares Bild, diese ganzen gelben Notfallhelikopter, wie die dann da einschwebten. Der Putin hat dann auch eine Runde über den roten Platz gedreht, so oben dann mit nacktem Oberkörper. Im Winter. Hör mal, der Typ, der hat einen Oberkörper. Habt ihr das mal gesehen? Das ist unglaublich. Der hat Körbchengröße B, glaube ich. Das ist. Der Putin. Ach, danke. Bringst du ihm noch ein Pikolöchen? Nee, und wenn der Putin mit diesem nackten Oberkörper bei der Christopher Street Day Parade in Moskau wäre, vorneweg, so, tja, als Funke Mariechen. Er dürfte natürlich nicht so ein grimmiges Gesicht machen. Ne? Nee, aber das der, mit dem ADAC, das ist ja schon auch eine schwere Krise. Das ist auch eine kulturelle Krise. Der ADAC ist ja die drittgrößte Glaubensgemeinschaft in der Bundesrepublik. Ja, und der zeigt ja auch, das ist ganz ähnlich wie in der katholischen Kirche. Wir haben ja beim ADAC, gibt es ja die Guten, das sind die gelben Engel, und die Bösen, das ist der Vorstand. Der ist jetzt das, was wir in der Autobranche früher immer den AVD genannt haben. Den Arsch vom Dienst. Das ist sozusagen wie in der katholischen Kirche. Da gibt es ja auch den Franziskus, das ist sozusagen der gelbe Engel der katholischen Kirche. Und da gibt es den Thebats von Elst. Das ist der AVD der katholischen Kirche. Das war ja letztes Jahr, war das ja der Hammer, wie die dann diesen argentinischen Papst gewählt haben. Hieß es dann Habemus Pampa. Ja, was? Auch an Fastnacht lohnt es sich, wenn man in Geografie aufgepasst hat. Ja. Aber das Komische ist ja, hat sich noch niemand mal gefragt, das ist ja Franziskus der Erste. Ist ja vorher keiner auf die Idee gekommen, sich Franziskus zu nennen. Ne, Franziskus, dieser Heilige. Stellt euch mal vor, Franziskus heute, ihr geht durch den Grüngürtel, steht da so ein Typ irgendwo und redet mit den Vögeln. Ich meine, ist ja schon schlimmer, wenn man beim Vögeln redet, aber mit den Vögeln. Hey! Ja komm, jetzt erzähl du mal aus deiner Männergruppe. Ne, dann. Nee, aber
Und dann kommt man näher, dann riecht man, wie es und dann merkt man, es ist ja unglaublich, was der menschliche Körper für Aromen entfaltet, vorausgesetzt, man verzichtet konsequent auf jede Körperhygiene. So ein Typ bei der Franziskus, der soll jetzt das Vorbild sein, der gelbe Engel, der rettende Engel der katholischen Kirche. Der geht's, müsst ihr mal ehrlich, also so ein bisschen Luxus, ein bisschen Tibats, das braucht man doch. Ja nun, mal ehrlich, wir waren vorletztes Jahr zum Beispiel in Trier, habt ihr mal den Heiligen Rock besucht? Yeah. Der Heilige Rock, ja, das ist doch erbärmlich, habt ihr mal den Lappen gesehen? Da würde ich mich doch nicht mal in Aschermittwoch auf die Straße trauen in so einem Ding. Dagegen ist doch Rock am Ring ein Ereignis. Nee, das ist... Nein, aber von daher, das ist ungerecht. Ne? Und ich meine, ich habe ja jetzt leicht über den ADAC lästern, weil ich war ja 7 Jahre lang war ich ja einer von den Guten. Ich war gelber Engel. Ja, ich habe schon ganz früh so eine enge Beziehung zu Autos aufgebaut. Ein Auto, das ist einfach, das ist was Menschliches. Ich habe ja jetzt schon so aus meiner aktiven Zeit noch, hier habe ich so dieses Werkzeug mit, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das ist zum Öffnen der Bremsbacken. Nun, wenn man sich da jetzt an ein Geburtshilfeinstrument erinnert. Das ist, und ich will ja vielleicht mal so eine kleine Meditationsübung mit euch machen. Die haben wir damals, haben wir im ADAC Südwest, haben wir die an so einem Meditationswochenende durchgeführt, eine Fantasiereise. Ich sage nur mal, das erste Auto, das ist eine tief emotionale Beziehung. Da möchte ich euch jetzt mal alle bitten, die Augen zu schließen, euch vorzustellen, mein erstes Auto. Der Schlüssel wiegt schwer in meiner Hand und dann schaue ich mir dann. Die Hand gleitet über den Lack. Ich öffne die Türe. Ich setze mich rein. Dieser ganz eigene Geruch des ersten Autos, die Hände umfassen das Lenkrad. Spürt ihr das? Könnt ihr euch daran erinnern? Ja. Jetzt frage ich mal, wer hat denn ähnlich intensive Erinnerungen an das erste Mal Sex? Mal Hände hoch. Ja, ihr versteht, was ich meine mit dieser. Jetzt will ich mal hören von euch, was war euer erstes Auto? Auf 3 bitte. 1, 2, 3. Unheimlich unterschiedliche. Das, was ich da alles gehört habe, das ist bei Menschen ganz voll. Das erste Auto, das ist was ganz Individuelles. Und das letzte Auto, das ist in aller Regel ein Kombi. Nein, das war noch alles in allem, waren das schöne 7 Jahre als gelber Engel. Ich meine, war manchmal anstrengend. Ich habe mir dann zwischendurch habe ich mir immer, boah, guck mal, der erzählt ja, das ist ja unglaublich hier. Der redet ja fast mehr als ich, ne? Habe ich mal zwischendurch, da waren dann, wenn die Nächte so lang waren, diese Fahrten mit dem Auto, habe ich mal dann Kaktus auf den Lenkrad gebunden. Aber das war auch psychologisch interessant. So eine Autopanne, ein Ehepaar bei einer Autopanne. Nachts im Regen. Da brauchte ich nachher nur noch 3 Minuten, da konnte ich exakt sagen, wann diese Ehe geschieden wird. Und ich habe auch in den 7 Jahren, habe ich 14 Semester Heckseitenphilosophie studiert. Heckseitenphilosophie. Wer kennt das, diese Aufkleber so? Atomkraft, nein danke. Wenn ich groß bin, überhole ich euch alle. Alt, aber bezahlt und so sowas. Von einer wundervollen Poesie war zum Beispiel, mein Auto ist wie ein Mensch. Es säuft, es frisst und manchmal bumst es. Oder auch besonders schön war früher, das müsste eigentlich als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt werden. Das ist ausgestorben. Auf den LKW ist hinten so ein Riesenaufkleber. Damen, aufgepasst, meiner ist länger als 18 Meter. Na gut, die Jüngeren werden das gar nicht kennen. Das war die Zeit, als die alles Schwarzer noch Steuern hinterzogen hat. Ne? Das hat die ja nur gemacht, um sich auf das Exil vorzubereiten. Hat sie ja gesagt, ja, das kann man ja verstehen, 18 Meter, mein Lieber. Nein, aber das war schon interessant, diese Zeit. Aber irgendwann bin ich dann einfach ausgebrannt gewesen. Dieser technische Wandel, das hat mir sozusagen das sinnliche Erleben unter den Fingern weggezogen.
Ne, früher, wenn so ein Auto nicht angesprochen ist, habe ich den Verteilerkappe aufgemacht, sauber gemacht, die Kontakte nachgeguckt, die Kohlen endlich mal erneuert und so, dann ist das Ding wieder gelaufen. Und heute dann mit der Computersteuerung, da sage ich ja meist nur, wisst ihr was, steigt mal aus, steigt wieder ein, vielleicht läuft er dann ja.